Bei uns ist Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Bischof Wiesemann, Sie fahren demnächst mit 45.000 deutschen Messdienerinnen und Messdienern nach Rom zur Wallfahrt. Was erhoffen Sie sich für diese Wallfahrt und auch für die jungen Leute, dass sie dort erleben können? Dass sie eine große Erfahrung von Gemeinschaft im Glauben machen können. Dass sie begeisternd auch den neuen Papst miterleben können. Ihm aber als jemanden jetzt sozusagen, dem man nicht, wo wir jetzt keinen Personenkult als solches machen, sondern der sie bestärkt. Das ist ja auch seine große Stärke darin, also im Glaubensweg und auch in ihrem Dienst als Messdiener und ihnen auch etwas also Positives mitgibt, sodass sie, wenn sie nach Hause kommen, mit doppelter Freude ihren Dienst tun können. Im Motto der Wallfahrt geht es um Freiheit. Was hat Freiheit mit diesem Messdienersein und mit dieser Wallfahrt zu tun? Ja, diese jungen Leute, ne, die übernehmen aus freien Stücken, ne, diesen Dienst. Ne. Also die kommen und manche, ich weiß auch in manchen Familien, die kommen also durch Wind und Wetter, die fahren hin, dass sie dann auch ihren Dienst tun. Das heißt, Freiheit ist ja nicht nur wovon, Freiheit ist ja wozu. Wozu setzen wir Freiheit ein? Und diese jungen Leute zeigen, dass sie ihre Freiheit zum Dienst in der Kirche für die Gemeinde, für die Menschen einsetzen. Und deswegen das Motto, sie auch ermutigen vom Evangelium her, sind wir von in Christus frei dafür, das Gute zu tun und unser Herz auch zu verschenken. Und ich glaube, in so vielen jungen Leuten steckt so viel positive Energie drin, ne? Und die wollen wir rauslocken. Was erhoffen Sie sich, was die jungen Leute mitnehmen, auch von diesem Gemeinschaftserlebnis und auch von der Begegnung mit Papst Franziskus? Also was erhoffe ich mir? Dass junge Leute einfach etwas spüren von dem, was Weltkirche bedeutet, also wo wir, wie, was für eine große Gemeinschaft wir als Kirche sind. Nicht? Das kann man in Rom wirklich erfahren. Das ist etwas Großartiges und das kann so eine, die Gemeinschaftserfahrung eben auch dieser großen Glaubensgemeinschaft auch bewirken. Große Gemeinschaft sind auch die Messdiener, 430.000 gibt es in Deutschland. Wie wichtig sind die und ihr Dienst denn für die Kirche in Deutschland? Ja, also sehr wichtig, ne, dafür, dass wir sehen, wir machen diese Wallfahrt, das ist uns sehr wichtig, die Messdiener zu begleiten. Also es hat ja auch eine Zeit gegeben, so, ja, Messdiener, die sind ja da. Und wir haben einfach viel mehr auch entdeckt, dass es wichtig ist, sich um diese jungen Leute auch zu kümmern. Und ihnen also auch ein positives Feedback zu geben auf ihre Arbeit und ihren Dienst, auf das, was sie tun. Und deswegen glaube ich, dass die Ministrantenpastoral ein ganz wichtiger Teil der Jugendpastoral in Deutschland ist. Die Messdiener sind ihnen sich erstmal schon ganz dicht dran. Sie sind nämlich dicht dran an der Liturgie, am Gottesdienst, da, wo die Gemeinde zusammenkommt. Und ich glaube, deswegen ist das eine ganz reizvolle und wichtige Aufgabe. Die tun ihren Dienst sehr, sehr gerne, habe ich immer wieder erlebt. Und es ist auch unsere Aufgabe, ihnen ihren eigenen Dienst auch mal tiefer zu erschließen. Das ist in sich schon eine riesenkatechetische Aufgabe. Machen Sie sich denn dann Sorgen angesichts der Demografie in Deutschland um die zukünftige Messdienerarbeit? Ach ja, ne, ich sehe immer noch, dass es eine hohe Attraktivität hat, dass wir immer noch trotz aller schon bestehenden demografischen Veränderungen einen hohen Anteil von Messdienern und Messdienerinnen haben. Aber von selbst ist natürlich kommt nichts. Also darum sorgen müssen wir uns immer wieder. Also das heißt auch, sich uns darum bemühen. Denn im Grunde gilt es wie bei allen ehrenamtlichen und freiwilligen Tätigkeiten, die Motivation ist das Entscheidende. Und das wollen wir mitfördern. Gut. Herzlichen Dank, Jugendbischof Karl-Heinz Wiesemann, zur bevorstehenden Ministrantenwallfahrt nach Rom.